Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Clevo und zwar ein P950 HP6 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite und zwar da unter Product Code. Ja, und mit dieser Nummer findet ihr eben alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät super einfach bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach geht. Man muss dafür nämlich nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, auch die lässt sich einzeln tauschen und auch relativ einfach. Da sage ich aber gleich noch was dazu, weil die Tastatur muss man bei dem Gerät auch rausnehmen, bevor man die Unterseite lösen kann. Falls man aber nur die Tastatur lösen will, dann sind das genau diese zwei Schrauben hier. Die haben auch das Tastatursymbol dran. Wenn man die rausnimmt, kann man tatsächlich die Tastatur einfach nach oben hin raushebeln und kann die so ratzfatz tauschen. Das Touchpad ist in dem Fall, kommt das zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, müssen zum einen alle Schrauben raus. Was ich aber direkt von Anfang an erstmal empfehlen würde, ist, und zwar ist hier drüben die SD-Karte drin. Und auch wenn hier keine drin ist, ist hier auf jeden Fall so ein kleiner Dummy, der die Verschmutzung stoppen soll. Den auf jeden Fall zuallererst raus. Wenn man sonst die Unterseite löst, dann bricht das raus. Und dann gibt es hier einmal die Schrauben auf der Rückseite. Ich blende euch die auch im Bild ein, die erwähnten Tastaturschrauben. Und auch die hier unten, die müssen alle raus. Und ich benutze hier im Übrigen für alle Arbeiten ein Werkzeugset. Das ist super praktisch. Das sind alles, alle Aufsätze, alle Schraubendreher, Öffner, Pinzetten, also alles, was man so gebrauchen kann, mit dabei. Und ich habe mir das jetzt in dem Fall hier schon rausgesucht, was ich brauche. Die Schrauben hier am Gerät und auch im Gerät sind alles Kreuzschrauben. Und das heißt, man kann hier einen Aufsatz nehmen, wie zum Beispiel ein PH0. Das ist also ein ganz normaler Kreuzschraubendreher. Und damit kriegt man die Schrauben allesamt raus. Und wie eingangs erwähnt, muss man nicht nur die Schrauben lösen, sondern man muss auch zwingend die Tastatur vorher rausnehmen. Und da kann man jetzt hier drüben zum Beispiel mit einem Schraubenzieher so ein bisschen durchdrücken und die da schon lösen. Auf der anderen Seite geht das aber auch von hier, wenn man einigermaßen vorsichtig ist, super einfach. Da kann man mit einer kleinen Hilfe einer der Öffner aus dem Werkzeugset zum Beispiel rein und das dann so ein bisschen nach oben hebeln. Und die Tastatur ist hier vorne hin eingehängt, das heißt, man fängt am besten hier an und dann kann man die wirklich relativ einfach hier rausnehmen. Das knackt und knirscht, aber wie gesagt, das ist normal. Und dann kann man die hier rausziehen und in dem Fall ist es jetzt so, dass die Kabel hier alle schon, die habe ich jetzt vorher schon gelöst. Im Normalfall werden die jetzt natürlich alle noch verbunden, das heißt nicht einfach alles wegreißen. Da muss man erst hier die Kippschalter öffnen und das zeige ich euch jetzt hier auch mal von nahem, weil die kann man nicht einfach rausziehen, da muss man wirklich erst den Schalter quasi hier oder den Stecker öffnen und dann kann man das Kabel rausziehen und das ist umgekehrt genauso, erst aufmachen und dann kann man das hier reinfummeln
Eieiei. Zur Not vielleicht mit einer Pinzette. Auf jeden Fall mit Geduld. Und dann wird er zugeklappt. Ich habe das jetzt hier nicht richtig gemacht, aber ja. Und das gleiche Prinzip hier drüben auch. Beides Kippschalter, also erst aufstecken, aufklappen. Dann kommt das Kabel hier rein. Dann würde ich mir jetzt hier mal eine Pinzette nehmen und gucken, ob das damit besser geht. Ja, genau. Dann kommt der richtig rein, wird zugeklappt. Hier drüben genauso. Bis zur weißen Linie zuklappen. Und hier genau das gleiche Spiel. Also damit man da weiß, wie das funktioniert und man da nicht aus Versehen was abreißt. Die müssen auf jeden Fall dann raus, um die Tastatur zu tauschen. Unter der Tastatur ist es hier nämlich so, dass auch hier nochmal Schräubchen sind. Und das heißt, auch die müssen raus, sonst geht die Unterseite nicht zu lösen. So, wenn man alle Schrauben gelöst hat, dann kann man die Unterseite vom Gerät trennen. Ich benutze auch dafür hier einen Öffner, der in dem Werkzeugset mit dabei ist. Und dann kann man sich mal hier orientieren. Da ist die Verbindungslinie. Die ist also hinter diesem Lüfter. Geht hier vorne um das Scharnier rum. Und ja, läuft dann hier. Kann man, glaube ich, von innen besser sehen. Und läuft dann hier um das Gerät herum, auch hier vorne lang. Und ich versuche da jetzt erstmal auf der Rückseite anzufangen und schau mal, wie das funktioniert. Und dafür gehe ich mit dem Öffner einfach in die oder inzwischen die Verbindung und hebel das Ganze dann nach oben. Das funktioniert in dem Fall jetzt überraschend gut. Falls es mal nicht so gut geht, auf jeden Fall schauen, ob man alle Schrauben gelöst hat, dass man da nicht aus Versehen eine vergessen hat. Und dann kann man das hier nach oben hebeln. Das kann auch manchmal echt laut knacken. Auch da braucht man keine Angst zu haben. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen. Und wie gesagt, je nachdem, je nach Gerät geht das mal besser und mal schlechter. Falls das nicht so gut geht, dann braucht man einfach das wirklich nur mit Geduld zu machen und arbeitet sich dann so einmal um das Gerät herum. Und da ja, schaue ich einfach, dass man da nichts zerkratzt. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Das meine ich mit dem lauten Knacken. Da kann man, wenn man das noch nicht gemacht hat, erstmal erschrecken. Ist aber völlig normal. Man kann oft dann auch schon mit den Fingern drunter greifen, so wie hier jetzt. Und das dann eben nach oben hin aufhebeln. Und dann irgendwann löst sich das einfach. Und man kann die Unterseite, die ich euch jetzt auch mal zeige, dann einfach vom Gerät abnehmen. Ja, und so sieht dann das Gerät von innen aus. Doch bevor wir da jetzt irgendetwas weiteres dran machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass hier wirklich kein Strom mehr fließt. Und da sehen wir hier den Stecker. Und der ist super nah am Akku selber. Mal gucken, ob man den rauskriegt. Den zieht man einfach nach hinten hinweg. Ja, das geht. Und sobald man den draußen hat, weiß man, das ist auf jeden Fall mal safe. Und ja, dann kann man weitermachen. Gut, was können wir hier noch sehen? Also wir sehen hier unten die 2,5 Zoll Festplatte, in dem Fall eine SSD. Falls sie nicht verbaut ist, kann man hier eine einbauen. Das Gehäuse dazu muss man dann wahrscheinlich mitbestellen. Das ist, glaube ich, nicht mit im Gerät. Dann sehen wir hier noch die CMOS-Batterie. Hier ist das Kabel dafür. Das heißt, auch die kann man, wenn die mal leer sein sollte, einfach rausziehen. Und die ist hier aufgeklebt, kann die so auch tauschen. Direkt darüber ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und dann sehen wir hier die beiden RAM-Slots. Da ist jetzt nur einer belegt.
Hier ist übrigens noch ein SSD-Slot. Ja, und dann haben wir hier einmal den Lüfter für die GPU, für die Grafik. Und wir haben hier drüben noch den Lüfter für die CPU. Und ja, dazu dann aber später mehr. Um den Akku zu tauschen, muss man jetzt nur noch diese beiden Schrauben hier lösen. Und dann kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Der ist hier unten, wie man sieht, so ein bisschen eingehakt. Das heißt, man zieht den so nach oben raus und kann den dann eben gegebenenfalls auch tauschen. Den RAM zu tauschen ist auch super einfach, wie eigentlich bei allen Geräten. Der wird nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Die zieht man so ein bisschen zur Seite. Dann kommt er einem im Normalfall schon entgegen. Meistens springt er schon raus. Dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen. Und ja, Einbau ist genauso einfach. Das kommt genau so wieder in den Slot oder auch hier drüben. Das ist in dem Fall egal. Wieder in den Slot zurück. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Bei der SSD ist es so, die sitzt eben hier in dem Gehäuse und wird von diesen äußeren Schrauben gehalten. Dann ist hier der SATA-Stecker und den kann man einfach nach hinten hin rausziehen und verbinden. Das ist also wirklich super einfach. Auch hier drüben ist nochmal eine Schraube von dem Gehäuse. Bei der SSD, ich habe jetzt keine da, ist es so, das funktioniert ähnlich wie bei dem RAM. Die wird hier in den Slot reingesteckt und nur mit einer Schraube hier hinten quasi gehalten. Das heißt, Schraube lösen, SSD raus bzw. SSD rein, ein bisschen nach unten drücken und dann hier verschrauben. Das ist also echt super einfach und ja, kann man auch nachrüsten. Bei den Lüftern, da ist es hier so, dass der Grafiklüfter, der GPU-Lüfter, den gibt es nur zusammen mit dem Heatsink. Das heißt, den muss man komplett kaufen und auch komplett ausbauen. Das heißt, alle Schrauben, die hier am Lüfter selber sind, muss man rausnehmen. Genauso wie auch die Schrauben am Heatsink. Und hier sind die beiden Kabel, auch die muss man trennen. Die sind ja unterschiedlich, einfach nur vom Stecker, aber ansonsten funktionieren die beide gleich. Die werden nach hinten hin rausgezogen und dann kann man den gesamten Lüfter samt Heatsink nach oben hin rausnehmen. Muss einfach noch schauen, ob die Kühlpaste noch gut ist oder ob man da neue braucht und dann umgekehrt wieder einbauen. Der Lüfter für die CPU, der ist tatsächlich einzeln tauschbar, das zeige ich euch jetzt auch schnell. Auch der wird hier nur von ein paar Schrauben gehalten. Ein kleines Klebeband drüber. Hier ist noch ein kleines Klebeband drüber. Und hier ist es so, dass das Lüfterkabel tatsächlich über einen Adapter läuft. Das ist ganz witzig eigentlich. Und zwar läuft das eigentliche Lüfterkabel hier hinten lang. Das heißt, hier wird das auch angeschlossen und gar nicht hier, wie man so denkt. Den Lüfter an sich kann man nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Genau so. Und genau, und dann läuft eben das Kabel, das muss man dann hier rausfriemeln. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nichts abbricht. Und das läuft hier einmal rum. Da ist die Steckverbindung, auch das kann man einfach rausziehen. Da merkt man sich auch, wo die Kontakte zeigen. In dem Fall zeigen die hier nach oben. Und merkt sich genau, dass die Verbindung dann genauso aussieht. Ja, und dann genau verbindet man das wieder. Das sollte man noch nicht vergessen. Und dann kann man den wieder hier drunter schieben, bis der auf die Gewinde drauf fällt. Ja, dann kommen die beiden Schrauben wieder rein. Und dann hat man das. Eine Sache noch, ganz schnell, weil es mir gerade aufgefallen ist. Also wenn man den Lüfter hier tauschen will, auf jeden Fall eben erst ausbauen, den Lüfter rausnehmen, dann hier das Kabel trennen, weil das kann man dann eben hier an der Seite quasi vorbeiführen und dann so ganz, ganz leicht das nach oben heben.
dass man hier den Stecker durchbekommt oder auch einmal komplett einfach hier rumführen, das Kabel, dass das hier rauskommt, dass man dann auch den Stecker hier tatsächlich rausbekommt und umgekehrt dann eben genauso. Also man muss das Kabel dann wieder hier quasi einfädeln, einmal hier drum herum führen, hier vorne rein, dann wieder verbinden und dann kann man den Lüfter wieder einbauen. Ist mir nur gerade aufgefallen, das noch als kleine Anmerkung dazu. So, Akku-Einbau, genauso einfach wie der Ausbau. Wie eingangs erwähnt hier, der hat hier so kleine Ausbuchtungen. Die schiebt man hier einfach drunter in die davor gesehene Lücke und dann fällt er automatisch hier schon auf seine Position. Wird ja eben nur von zwei Schrauben gehalten. Und ja, in dem Fall weiß ich jetzt nicht, wie gut das geht. Ich würde jetzt hier tatsächlich erst das Kabel wieder verbinden. Da hat man nämlich ein bisschen mehr Platz, um das auch wirklich reinzukriegen. Das muss nämlich auch richtig sitzen bis ganz hinten. Man muss es auch nicht bis ganz hinten reinschieben. Es reicht, wenn man den erstmal so provisorisch vorne in den Stecker reinschiebt. Und weil das ist nicht viel Platz, was man hier hat. Und dann kommen die beiden Schrauben rein. Ui, da bin ich an die Kamera gekommen. So, und dann am Ende auf jeden Fall nochmal checken, dass der Stecker hier auch wirklich richtig drin sitzt. Und dass man dann am Ende auch wirklich wieder Strom hat. Und ja, genau. Dann kann man die Unterseite wieder drauf machen. Die wird einfach von oben wieder draufgelegt und dann kräftig nach unten drücken, auch in der Mitte, dass hier wirklich alle Einraststellen wieder fest sitzen. Ich gehe am Ende auch einmal um das Gerät herum und schaue, dass hier wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Ja, und dann kann man das wieder verschrauben. Ich würde jetzt allerdings erst die Tastatur wieder reinmachen, weil die beiden werden ja hier gehalten. Das heißt, auf der Seite kommen erstmal auch wieder hier die Schrauben rein. Dann macht man die ganzen Kabel hier. Die werden wieder verbindet, habe ich eingangs gezeigt. Und dann wird die Tastatur hier von oben reingeschoben. Einfach schauen, dass hier wirklich alle Nasen auch unten drunter sitzen. Und dann wird die hier richtig nach unten hin. Man hört das Klacken. Und das muss richtig sitzen hier. Zum Beispiel diese Ausbuchtung, die sitzt noch nicht. Da drückt man einfach nochmal kräftig drauf. Die sollte dann schon richtig zu sein überall. Ja, und dann kann man eben auch die letzten beiden Schrauben reinmachen oder eben alle und ist dann soweit damit fertig. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.